herzlich willkommen bei Job Dinsky. Wir freuen uns sehr, euch vom Flughafen zu begrüßen und gleich geht es ab nach Dubai. Job schaut gerade, von welchem Terminal wir fliegen und wir nehmen euch mit frommem Schwung ab nach Dubai. Als wenn die Engel wüssten, dass wir jetzt losfliegen. Der Himmel hat sich aufgeklärt, ein strahlender Sonnenschein. Und gleich geht es los. Job Dinsky verlassen den Hafen Berlin. Tschüss. Ach. Martina. Ja. Du kannst dir nicht vorstellen, Radina, es... Radina, ich hab Neuigkeiten. Pass auf, Radina, ich war gerade an der Tafel, hab geguckt, wo der Flug abgeht und es ist so, dass die ganze, alle Flüge sind gecancelt. Was? Radina, nein! Martina, ich war am Tresen, ich bin eben draußen rumgelaufen. Erstmal nur unser Flug gekämpft, nicht rein. Wann geht's nach Dubai? Dann sagen sie, nein, es ist überhaupt nichts nach Dubai. Es ist absoluter Lockdown, Martina. Da war ich bei der Fluggesellschaft, ich hab da mit der Lufthansa gefahren. Der andere Flüge von der Tina, sie sagen, wann kommen wir nach Dubai? Wir kommen nicht nach Dubai! Wir kommen nicht nach Dubai! Und ich hab gesagt, aber wir müssen, Martina, was mach ich? Ich kann nicht mehr! Ich verliere meine Essenz! Hör auf! Das gibt es nicht! Martina, nicht die Essenz! Das gibt du darfst nicht, nicht, du darfst nicht nein, die Essenz ich kann jetzt damit nicht umgehen! Wieso? Ich hab geträumt. Ich bin eine Wahrsagerin. Ich sehe das vorher. Wahr! In die Zukunft! Hast du es wirklich gesehen? Hast du es wirklich gesehen? Ich hab den Albtraum schon gesehen. Das ist wahr. Das kann doch nicht sein, dass du mich nicht verguckt. Warte, ich glaub das nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Nadine, das macht doch keinen Sinn. Wo willst du denn hin? Liebe Freundinnen und Freunde, es ist eine absolute Tragödie. Es sind alle Flüge gecancelt und wir kommen auf jeden Fall in der nächsten Woche nicht nach Dubai. Und ich es ist schrecklich. Martina, was ist das? Du gehst, geh nicht in die Schnappatmung. Martina, was ist das? Was ist mit dir? Wie geht's dir? Was macht das mit dir? Du musst tief und langsam. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich fühle wieder dieses Feuer. Wie damals. Oh Gott. Dieses Feuer. Ist es das Ganzkörperfeuer? Ja, das Ganzkörperfeuer. Ist es Ganzkörperfeuer, was im Nacken rauf und runter läuft? Oh Gott. Dass dir eine Haarwurzel anfängt und langsam runter läuft und rauf läuft. Wie Nadel im Scheißhaufen fühlt es sich an. Es macht dich und dann strömt es auseinander. Oh Gott, Martina, ich hab's nicht mehr unter Kontrolle. Martina, oh Gott. Konzentrier dich auf deine Essenz, du darfst sie nicht verlieren. Komm, ich mach eine Akupressur bei dir. Bitte, komm, bitte. Wir müssen Akupressur machen, warte. Also, das könnt ihr auch zu Hause machen. Wenn es euch droht, dass eure Persönlichkeit, dass euch die Essenz wegfliegt, dann macht ihr hier eine Akupressur, eine kleine Massage an die Handgelenke. Hier und hier. So. So pressen und strecken, so. Bisschen Energie reinklopfen, die Energie. Du darfst nicht die Feuerflammen kriegen. So. Ist das wirklich wahr? Ist das wirklich wahr? Und? So, noch eine Akupressur. Das ist die beste Behandlung, die es gibt. Hol den Teufel raus! Weil in dieser schlimmen existenziellen Krise ist das Schlimmste, wenn du dich selber verlierst und wegfliegst. Und dabei musst du jetzt gerade im Moment versuchen, eine Lösung zu finden für die reellen Probleme, die du hast. Du kannst dich jetzt wegschummeln. Du musst jetzt hier anwesend bleiben, Vadina. Aber was machen wir denn jetzt? Stimmt wirklich? Ist gecancelt. War gecancelt. Ich meine, ein Flug war da nach Alaska, stand da. Was soll mit Alaska? Wir können doch nicht mit dem Sommer mit den Wüstenkaft an, können wir doch nicht in Alaska auftreten. Wir hatten Verträge. Wir hatten Verträge. Wir haben doch alles, wir müssen Verträge erfüllen. Ich weiß nicht, was die Fluggesellschaft da machen soll. Wir sind doch hier nicht aus Dummshausen.
Wir hatten noch alles vorbereitet. Wir hatten mit Dubai, wir hatten mit Hotels, wir hatten mit Modeketten, wir hatten X-Influencer. Sponsoring. Verträge, Sponsoring. Ambassadorship, alles. Ambassador of Brands, das wollten wir alles machen. Ja, wir waren schon gebucht, alles war fertig und jetzt... Aber die klagen uns im Grund und Boden. Ja, die klagen uns im Grund und Boden. Wenn wir da nicht auf der Matte stehen in Dubai morgen früh... Jetzt bekommt Help for Paradise eine ganz andere Bedeutung. Help. Wenn ihr das hört, bitte help us for paradise, weil jetzt kommen wir into hell. Ja. Wir kommen nicht mehr in paradise, wir sind in hell, wenn ihr uns nicht helft. Ja. Also schick, was immer du hast, was immer du hast, @Jobdinski, auch bei PayPal, bitte schick uns was. Schick uns was. Wirklich, jeder Cent ist willkommen. Jeder Cent hilft. Ja. Jeder Cent hilft für den Haufen. Wirklich.